TV Waldhof feiert sein 75-jähriges Bestehen. Es mag Ihnen vielleicht ein bisschen übertrieben erscheinen, aber was Schalke für den Kohlenpott ist, das ist der SV Waldhof Mannheim für das Ballungsgebiet um Mannheim und Ludwigshafen. Es mag ältere Vereine geben, es mag größere Vereine geben, es mag erfolgreichere Vereine geben, aber es gibt nur einen Waldhof. Ein Film von Rudolf Werner. An Tagen wie diesem explodiert der Waldhof. Ein Fußballplatz als Wallfahrtsort. Einen Nachmittag lang wird die Sehnsucht nach der Gruppe Gleichgesinnter erfüllt in einem Stadtteil, der seinen Bürgern wenig Gemeinsamkeiten bietet. Fußball auf dem Waldhof, das sind Festtage. Ich würde schon sagen, dass der SV Waldhof vor allen Dingen für die arbeitenden Menschen hier auf dem Waldhof eine große Rolle spielt. Alles, was sich unter der Woche angestaut hat, das kann der Arbeiter, der sonntags zum Fußballplatz geht, der kann dort doch schon einige Aggressionen wieder abbauen. Klaus Sinn, Co-Trainer des Zweitbundesligisten, kam 1958 zum Waldhof. Und zu Bob und Reuter, einem Unternehmen, das vor allem Armaturen sowie Messgeräte herstellt, und das seit 1897 auf dem Waldhof zu Hause ist. Der 21. wäre an sich ein Arbeitstag. Personalchef Willi Bayer spielte schon als Junge bei den Waldhöfern und später auch in der ersten Mannschaft. Wer diesen Sprung schaffte, der ist wer auf dem Waldhof. Und am 17. Juni auch ein gesetzlicher Feiertag. Zitat Bayer: Die Arbeit fällt leichter im Betrieb, wenn am Wochenende gewonnen wurde. Man identifiziert sich mit den Spielern und dies nicht nur, weil einige Arbeitskollegen sind. Wie hier an der Prüfstelle für Wasserzähler bei Bob und Reuter, Hans Hein und Stefan Knapp. Die Hälfte der Waldhof-Truppe sind Halb- oder Feierabendprofis, was man allzu leicht vergisst, wenn man deren Leistungen an jenen der Vollprofis misst. Mannheim und die Fabrik, das ist Mannheim und Waldhof. Und dort die Verbindung zwischen Fußball und Fabrik. Dennoch bleibt der Traum von der Industrie als Mäzen unerfüllt. Gewiss, man stellt an den Wochenenden Werksgelände als Parkplätze für Fußballfans zur Verfügung. Man gibt Spielern Arbeit. Mehr, viel mehr aber bietet die Industrie dem Fußball nicht. Der älteste Betrieb auf dem Waldhof ist die Glasfabrik, die heutigen Vereinigten Glaswerke. Ist 1930 eine reine Spiegelglashütte, ist sie derzeit die größte Gussglashütte Europas. Auf dem Gelände der Spiegelfabrik war die Urzelle des SV Waldhof, der Sportplatz im Schlammloch. Dem schon bald am Rande der Fabrik der legendäre Sandplatz folgte. Die dortigen Schlachten gegen Nürnberg oder Fürth sind bis heute unvergessen. Der Sandboden übrigens war verantwortlich dafür, dass damals zwei Ausdrücke geprägt wurden, die heute Wiedergültigkeit besitzen. Waldhofschule und Waldhofbuben. Begriffe für technisch schönen Fußball, für schnelles, direktes Spiel, für Spiel ohne Ball. Als die Glasfabrik 1854 ihre Produktion aufnahm, kamen etwa 400 Arbeiter aus Frankreich mit ihren Familien auf den Waldhof. Für sie baute man auf dem Werksgelände ein französisches Dorf. Eine der ersten Arbeitersiedlungen in Deutschland. Über 110 Jahre lang hatte die Spiegelkolonie Bestand. Im Zweiten Weltkrieg wurden große Teile zerstört. Eines der Häuser aber konnte bis heute erhalten werden. Es steht unter Denkmalschutz.
Am 28. März 1897 übrigens wurde in der Spiegelkolonie ein Bub geboren, der später Fußballgeschichte machte, Josef Herberger. Herberger spielte 10 Jahre lang im Waldhofdress. Hier sei dem Produzenten eine persönliche Anmerkung gestattet. Durch jahrelange Bekanntschaft hatte sich zwischen dem Bundestrainer und mir ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Dennoch verriet Sepp Herberger nie, warum er denn 1923 vom Waldhof zum Lokalrivalen VfR gewechselt war. Die Antwort ergaben die Dreharbeiten zu diesem Film. Es geschah einer Kücheneinrichtung wegen. Seppel möge verzeihen, dass das Geheimnis gelüftet wird. Seinen Verdiensten tut dies keinen Abbruch und seine Fußballweisheiten sind nach wie vor gültig. Eine Herbergerstraße gibt es auf dem Waldhof nicht, wohl aber die Otto-Siffling-Straße. Der ehemalige Sturmführer der Nationalmannschaft absolvierte 31 Länderspiele und starb 1940 im Alter von nur 27 Jahren. Siffling wurde auf dem Waldhof groß und er blieb dem Waldhof treu. Dort, wo man sich früher traf, in der Nähe der sogenannten Drehscheibe, trägt eine Straße seinen Namen. Einen Treffpunkt, so etwas wie das Herz des Waldhofes, aber findet man hier und auch anderenorts nicht mehr. Die Eisenbahnlinie Mannheim-Frankfurt teilt den Stadtteil. Der Schneider ist von Albrecht hierher und der Taucher dort mitgenommen als Ersatz für den Osirohr, der damals in München. Stammtischrunden wie diese gibt es regelmäßig. Und es versteht sich fast von selbst, man trifft sich in der Vereinsgaststätte des SV. Mit jedem Gläschen unterstützen wir unseren Verein, heißt es in diesen Runden. Auch das ist Waldhofdenken und Waldhofgeist. Waldhof ist für diesen Vorort als Fußball das gleiche wie Schalke in Gelsenkirchen ist und als im Kohlenputt. Und Waldhof ist einfach für diesen, also der Fußballverein Waldhof, für diesen Vorort das Freizeitgeschehen. Von den Alten zu den Kleinsten. Über 700 Jugendliche treiben beim SV Waldhof Sport. Zitat aus der Stadtteilanalyse der Mannheimer Stadtverwaltung: Fördermaßnahmen für Ausländer außerhalb des schulischen Bereichs gibt es auf dem Waldhof nicht. Beträgt der Ausländeranteil in der Stadt insgesamt 14,1%, so erreicht er auf dem Waldhof in einigen Gebieten bis zu 30%. Allein bei den Waldhofbuben sind über ein Drittel Kinder von Ausländern. Kinder, die über den Fußball aus ihrer ghettoähnlichen Isolierung befreit werden. Die gesellschaftspolitische Aufgabe von Sportvereinen ist ein weites und kaum genutztes Feld. Ein Feld ohne Punkte, Prämien und Prestigegewinne. Auf dem Waldhof wird diese Arbeit durch den Sportverein geleistet. Die Wohnung der Eltern in Sichtweite zum Waldhofplatz. Günter Sebert, 33 Jahre, Libero, auf dem Waldhof geboren und das nicht gerade mit bester Wohnadresse, begann als 9-Jähriger beim SV. Einer, der seine Chance durch den Fußball nutzte, der die Kluft zwischen Herkommen und Hochkommen überwand. Das Wort von den Fußballprofis als den sozialen Aufsteigern der Nation in Gegenden wie dem Waldhof erhält es ein besonderes Gewicht. Sagen wir schon eine Heimat, auf du Deutsch gesagt. Ich bin jetzt nahezu 25 Jahre hier auf dem Waldhof, habe auch direkt hier auf dem Waldhof gearbeitet, habe mein Zuhause hier, gleich stehen den Sportplatz und da ist schon ein ziemlich enges Verhältnis da. Knie, diagonal! Ich habe 3, 4 oder 5 Angebote aus der ersten Liga gehabt. Aber da gibt es einfach 2, 3 Gründe, warum kein Wechsel zustande gekommen ist. Zum einen habe ich sehr früh hier in Mannheim gebaut, habe mir ein kleines Geschäft aufgebaut hier direkt auf dem Waldhof und habe bei Poppenreuther eine sehr gute Stellung gehabt. Und das sind so Fakten, wenn man die irgendwie zusammenzählt, das ist einfach der Grund, dass ich den Verein nicht verlassen habe. Die Nähe zur Arbeitswelt charakterisiert auf dem Waldhof die Eigenheit des Fußballsports. Und das Spezifische des Waldhoffußballs ist seine Integrationsfähigkeit. An Tagen wie diesem sind sie alle da, denn Tage wie dieser sind Festtage auf dem Waldhof. Der Jugendleiter, die alten Herren der Stammtischrunde,
der Personalchef der Fabrik, dessen Mitarbeiter auf der Trainerbank sitzt. Sollte man anderenorts immer noch der Meinung sein, Fußball sei die schönste Nebensache der Welt, so heißt dies auf den Waldhof bezogen, ein Stadtteil wird von einer Nebensache mitbestimmt.